Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sie hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2. Da sind wir dabei. Im letzten Part haben wir Soul of Rebirth gestartet. Und ihr merkt schon, oh Gott, sind die ganzen Charaktere wieder, die in der Hauptstory gestorben sind. Minwu, Scott, Joseph und Ricard. Ja, die haben sich hier in diesen Jenseits wieder gefunden und naja, das ist nicht wirklich die Hölle. Das ist irgendwie sowas dazwischen, auch Sid. Hat man hier in der Stadt wieder tatsächlich angetroffen. Und ja, ich sag mal so, die ganzen Charaktere sind natürlich super underleveled gewesen. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen offscreen grindet. 4 Stunden. Natürlich mit Speed-Taste. Für mich war es nur 1 oder 1,5 Stunden. Und jetzt sieht das so aus. Jetzt kann man damit arbeiten. Ultima, Level 7. Holy, Level 8. Hatten wir alles noch nicht. Teleport war auch Level 1. Ist jetzt nochmal deutlich gestiegen auf Level 5. Bei Scott, ihr seht das, Flair hatte ich noch nicht im letzten Part. Blink hatte ich auch noch nicht. Habe ich mir gekauft. Habe ich gegrindet. Doch Blink hatte ich, glaube ich, aber Haste nicht. Naja. Ja, und so sieht es jetzt bei denen aus. Krass, oder? Kannst du dich mal aus dem Staub machen, Kumpel? Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden den ersten Dungeon nochmal erkunden. Es wird noch 2 Parts geben, denn so lange ist es hier nicht. Oh. Oh. So lange ist Soul of Rebirth gar nicht. Aber es wird natürlich noch die ultimativen Pandemonium Dungeon und natürlich die ultimativen Endboss geben. Das wird witzig. Das wird sehr, sehr witzig. Freue ich mich drauf. Also, in dem Part backtracken. Das Aufsammeln, was ich natürlich nicht aufgesammelt habe beim ersten Mal, weil ich da zu underleveled war. Ich musste hier raus. Aber ja, jetzt können wir uns natürlich alles holen. Jetzt sind wir stronger than ever. Ja, so kann man auch tatsächlich den Endboss besiegen. So, 2000 alles würde ich schon anstreben. Bei KP. Bloodsword, Carry natürlich, klar. Ich habe ja im letzten Part den ultimativen Biermod geschießt. Namens Ultima Weapon. Einfach nur mit dem Bloodsword. Niemand hat Schaden gemacht. Keiner von den Vieren. Nur das Bloodsword. Also in dem Fall Ricard. Also egal wer es hält, das Bloodsword zieht immer einen Teil des maximalen Lebens ab. Und heilt sich natürlich dadurch. Je mehr Energie die Gegner haben, desto brutaler ist das Bloodsword. So funktioniert das. Ja, ihr merkt das, ne? Flair, Ultima. Vor allem die Ultima bei Minwu ist deutlich stärker. Macht jetzt schon mehr Schaden als Firion, ja. Ne? Just saying. Je mehr Sachen du gelevelt hast, desto stärker wird Ultima. Und da der irgendwie schon mit vielen Zauber auf Level 5 gestartet ist, ist das deutlich stärker als bei Firion. So, das hier ist natürlich nur alles Geplänke. Was willst du denn? Achso, und ich habe tatsächlich das Ringsword und den Power Staff gekauft. Ist jetzt nicht Game-Winning oder so, Game-Changing, aber ich habe es gekauft. Hier ist die Falle. Ja. Wie schon im Original, sag ich mal. In der Hauptstory. Nerd. Gut gehört. Irgendwie ist es so, als würde man den Dungeon reversed ablaufen. Vielleicht soll ich es mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht funktionieren meine Karten ja doch. Ich weiß auch nicht, ob es da jetzt noch irgendwie sinnvolle Sachen zu finden gibt. Ah, naja. Ich habe den Dungeon einfach stiefmütterlich behandelt. Bin ich ehrlich. Habe ich wirklich. Aus Gründen. Der Game Over Screen war schneller da, als ihr gucken konntet. Aber jetzt habe ich nicht mehr nötig zu safe standen. Jetzt sind wir gut genug. Jetzt sind die Gegner echt Witzfiguren. Aber, ich kann euch sagen, im letzten Dungeon, da drehen sie wieder richtig auf. Da kommen, glaube ich, auch diese ultimativen Ritter.
die tatsächlich schon Leon und Konsorten, Fion und Konsorten, richtig Probleme gemacht haben. Das wird witzig. Weil wir haben jetzt keinen Guy mit 6000 Energie. Nein. Deutlich schwächer als mit der Hauptteam. Was ja auch irgendwie klar ist. Aber hey. Deutlich stärker geworden. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass Minwo und Squatch echt Mana-Probleme haben. Maria schön 400 Mana. Bei Minwo und so sieht es nicht so toll aus. Boah, das ist. Also ganz ehrlich, der Schaden von dem Ultima. Sind Bereich, wo Fiore niemals hätte sein können. Traurig, aber wahr. Droppen die nicht irgendwie was Cooles? I don't know. Ihr merkt schon, ne? Die haben im letzten Part irgendwie so 300 Schaden gemacht. Jetzt gefühlt nichts mehr. Bessere Rüstung, besser gelevelt. Okay, Ultima ist wirklich komplett gestört. Ich habe ja auch nie gesagt, dass der Zauber schlecht wäre. Nur ihr seid sehr grindy und deswegen ein bisschen seltsam. Naja. Was mir nicht gefällt, ist, dass. Ah, das ist so schlecht. Warte mal. Er sollte erst mit dem Bloodsword angreifen. Weil beim ersten Hit haben die Gegner noch viel Energie. Da spielt das so eine Rolle. So, da ging es weiter. Aber was ist hier oben? Ach, da haben wir schon. Very, very strange. Nicht, dass ich doch alles eingesammelt habe. Ich habe echt nicht gut erkundet. Sind wir mal ehrlich. Da die Kämpfe ein bisschen lame sind, will ich das auch gerne beschleunigen. Falls ihr nichts dagegen habt. Die coolen Kämpfe werden noch kommen, keine Angst. Hui, Spiellevel up. Not bad. Fahren wir hier schon? Tschüss. I'm out of here. Oh nee, die klauen mir die Magie. Weg mit euch. Aber gerade in der ersten Ebene bin ich da sehr durchgerusht. War da noch keine Rekarden. Naja, schauen wir mal. Flair reicht schon aus. Die können ja gar nichts pflanzen. Das waren damals schon die dankbarsten Gegner. Ganz ehrlich, just for the lulz. Vor jedes Geld nicht, to be honest. Und jetzt kann ich den Holy Tom noch Scott geben. Genau wie besorgt. Warum nicht? Was soll ich mit den ganzen Deal? Allein dafür hat sich schon gelohnt. Nochmal zurückzukehren. Finde ich persönlich. Helga hat 9000 Schaden gemacht. Ach ja, ist das doof. Aber hey, Ultima. Ich weiß halt leider nicht, wo jetzt hier Fake Tree. Ach guck, ist ja ein Silver QRS. Absolut Grütze. Absolut für die Katz. Ja, sowas will ich natürlich nicht sehen, ne? Dass wir finden hier noch voll die seltenen Sachen, ja. Hier schon mal gar nicht. Gut, dass wir mal drüber sprechen. Echt. Das Problem ist, da ich jetzt keine Karte habe. Weißt du was? Probier mal Ultima gegen alle. Da ich jetzt keine Karte habe, weiß ich halt nicht, wo wirklich was. Wo was sein könnte und wo nicht. Und da werden wir öfter in diese Fake-Räume laufen, leider. Was sehr schade ist. Not gonna lie.
Aber ihr merkt, ne, diese krassen Gigaswürmer haben einfach keine Chance mehr. Ultima zerstört alles. Komplett. Hier was Cooles? Nö, auch nicht. Muss da irgendwo noch was sein? Das kann nicht angehen. Das kann doch wirklich nie angehen. Ach, guck. Das Ancient Sword. Das war deutlich schlechter als Swing Sword. Ach, schade. Das hat ja immerhin diese Fluchchance. Wahrscheinlichkeit, den Gegner zu verfluchen. So schlecht ist nicht. Aber ist natürlich auch nicht der Burner. Hier ist drin und mir auch fake. Toll, toll, toll. Toll, toll, super toll. Echt. Ich dachte, wir finden hier noch richtig schöne Sachen. So kann man sich täuschen. Ja, Swing Sword. Wahrscheinlich nicht der allerbeste Gegenstand. Aber hey. Auch nicht. Miss Wham, die habe ich schon offscreen gesehen, aber ich glaube, die habt ihr noch nicht gesehen. Boah, ist sie stark. Krank. Miss Wham rast komplett aus. So, jetzt können die mal wieder zeigen, was sie können. Können ja nicht viel, was Magie betrifft, aber hey, immerhin ein bisschen was. Ernsthaft? Nochmal Miss Wham. Ultima beim Gigas? Fast 4000. Ja, Ultima ist ein bisschen broken. Okay. Okay. Haben wir so notiert. Denke ich mal. Haben wir hier nicht Dings getroffen? Joseph? Ich glaube, hier haben wir getroffen. Lang, lang ist's her. Ist echt schon lange her, ne? Naja, für euch wahrscheinlich nicht. Aber für mich. So viel Offscreen im Training machen musste. Klasse. Na, Chris ist nur auf Level 12. Minu. Hat er jetzt auch keine Magie mehr? Doch. Aber auch nicht mehr viel. Ich habe aber Ether gekauft. Also wir haben 99 Ether, wie es sich auch gehört. Ich glaube, 3 Elixier oder so habe ich gekauft. Zustandsentfernt Sachen. Aber ja. Sonst nichts Nennenswertes. Diese Waffen habe ich auch offscreen gekauft. Und die Rüstung habe ich ja mit euch gemeinsam gekauft. Ja. DC Serpent wünschte ich niemals geworden zu sein. Ist einfach mal ehrlich. So, gerade die ersten Ebenen hier bin ich richtig durchgerusht. Guck mal, der war so gefährlich. Der Glasslayer Labolos. Dieser Kikas. Kann gar nichts mehr. Die Macht des Grinds, Leute. Ja, guck. Hier würde ich als Entwicklerin was verstecken. Die denken sich, nö. Nur fake. Und die Räume hier in Jade Passage sind echt nicht klein. Was sehe ich? Immer nur diese blöden Rhinoceros-Typis. Okay, 600 Damage ist nicht witzig. Joseph braucht eine bessere Rüstung. Aber man muss fairerweise sagen, der Joseph... Ach, guck. Der Joseph war auch mit am meisten underleveled. Ja, war ein Ether, okay. Ether, Attentäter. Vielleicht hätte die Ether auch Scott geben können. Travis Scott. Mit der auch mal wieder seinen Zauber ein bisschen verbessert.
Aber ist auch okay, wenn er sein Schwert ein bisschen verbessert war. Dadurch kriegt er auch ein bisschen mehr Energie. Wenn er jetzt schon so der Anführer eigentlich ist. Was er für mich ist und ich bin nur. Wäre es vielleicht nicht verkehrt. Ach Mensch. Wait. Da passiert nichts. Gut. Wir sind am Anfang von Soul of Rebirth. Ganz ehrlich, hier spare ich ja Zurückweg. Können wir noch ein bisschen in den letzten Dungeon reinschnuppern. Da hätte ich nicht Bock drauf. Ultima, alles Schrott. Aber. Ja, nee, nix, aber. Gut, wir sehen uns wieder in der Stadt. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, das ging ja schneller als gedacht. Mit dem Dungeon, ich dachte, da gäbe es mehr zu holen und so. Bin ein bisschen enttäuscht. Naja. Okidoki, Geld habe ich schon wieder ausgegeben. Ich habe jetzt einfach just for fun Joseph und Ricardo noch Flair und Toli gegeben. Hat ja ein bisschen gekostet. Ja, komm. Da. Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Ich brauche nicht die Elixiere. Wofür? So nötig habe ich es auch nicht. Und jetzt geht es in den ultimativen Dungeon. Der letzte Dungeon des Spiels. Pandemonium. Wir kennen ihn. Ui, haben sie renoviert? A palace. This must be Pandemonium. Palace of the Lord of Hell. Unknown Palace heißt es jetzt einfach. Na gut. Ui, sieht doch nochmal ein bisschen prunkvoller aus. Wagwolf. Guck, neue Gegner. So schnell geht's. Neue Gegner braucht das Land. Hui! Hui! Plötzlich sind wir wieder nicht mehr so toll. Ja. Was zum... Ich hab einfach mal 400 Schaden bei Rika. Ach nö. Gut, dann wird Minwu noch krasser. Mit Isuna. Der Isuna erreicht jetzt Level 4. Somit wird Ultima natürlich auch stärker. Uiuiuiui. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist das denn? Little Murderer. Neuer Goblin. Okay. Interesting. Neuer Goblin. Der sogar stark ist. Was ist denn hier los? Ui, dieser letzte Dungeon will jetzt wissen. Der Mensch geht ja noch. Und ja, auch Joseph hat schon seine Grenzen erreicht mit Unarmed. Wie gesagt, das Unarmed ist nicht so toll. Finale des Spiels. Hier ist ja deutlich angezogen mit Schwierigkeitsgrad. Und ich dachte, ich habe aus Versehen overleveled. Das ist nicht der Fall. Aber dieser Ultima-Schaden, der ist echt... Wofür habe ich Holy eigentlich gelevelt, denke ich mir da. Oh, Black Robe. Ich glaube, das ist was für ihn. Jo. Cool. Warum sind da immer so Türen und man kann da nicht durchgehen? Das triggert so sehr. Mich zumindest. Yay, Gift. Wir lieben alle Gift. Niemand liebt Gift. Tschüss. Fast 4000. Goodbye. Nimmer wieder sehen. Minwu kriegt ein Level Up nach dem nächsten. Der rastet komplett aus jetzt. Oh, der habe ich vergessen, den Isuna-Zauber zu geben. Naja. Muss Ricardas übernehmen. Kriegen wir hin. Puro Boros, Bloodbolts, Mini-Satane. Alles neue Gegner. Gut. Item habe ich gehört, ist ein guter Zauber. Oh nee, nicht Stun. War es das? Das war's. Leute, Game over. Oder auch nicht.
dachte, das war's jetzt echt. Wenn alle gestunt sind, hast du nichts mehr zu lachen. Schrecklich. Na gut. Okay. Flamebow, Flareturm. Ja, hier krieg ich die Flareturm, das ist klar. Oh, der Magieverbrauch wieder schrecklich. Wie war das jetzt? Golden Armor? Vielleicht was für dich. Boah, die ist ja voll schlecht. Ist sogar schlechter als Knights Armor. Und ich habe mich so gefreut. Der Kampf war echt widerlich. Sind wir mal ehrlich. Nicht ihr schon wieder. Boah, also der Schwertschaden von Scott ist echt mies. Und überleben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und wir sind alle vergiftet. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oh, es ist blöd wieder. Ja. Der gute Ricker macht sich mal wieder nützlich. Unknown Palace, Ebene 2. Oh no, Chaos Rider, ich hab Schiss. Ach, der klaut die Magie von Joseph. Toll. Das finde ich ja wieder super toll. Der Gold Golem scheint auch gefährlich zu sein. Kann es sein, dass die Gegner hier sogar noch schlimmer sind als im richtigen Pandemonium? Wenn ja, bin ich kein Fangirl davon. Ja, da habe ich mein Ja. So Gold Golem rastet komplett aus. Ja, der rastet komplett aus. Und das gefällt mir gar nicht. Aber Ultima muss es jetzt regeln. Einfach 4500. Ja, moin. Alles klar. Dass der Typ Zauber nicht mochte, war mir schon klar, aber das sind Ausmaße. Aua, aua. An Amt erst Level 7. Der hat erst die Faust auf Level 7. Oh Mensch, wie gingst du denn hinterher, Junge? Ich mach das extra, um meinen Scott das auch ein bisschen zu leveln. Black Dragon! Black Motherfucking Dragon! Oh no. Oh, just no. Der gefährlichste überhaupt. Der nicht mehr im richtigen Pandemonium kam. Wie gesagt, der Dungeon muss schwerer sein als der richtige. Oh no, und dann mit diesem Idiotentrupp, sag ich mal. Ui. Aber Blattsort regelt. Jetzt wisst ihr, warum ich das Blattsort übertragen habe. Ich sag's euch. Wir hätten keinen Spaß ohne das Blattsort. Tja, da ist Mana auch schon aufgebraucht wieder, ne? So schnell geht's. Ja, da kann ich nichts machen. Wir müssen die Äther halt fliehen. Wo lang? Ich weiß es nicht. Toll. Ein Äther, fantastisch. Ich glaube, das ist Pandemonium nur gespiegelt oder so. Marlboro Man, oder wie heißt er? Ne, Menace. Ich dachte schon, Marlboro Man. A Marlboro Cowboy. Ne. Ach cool. Mini macht er auch noch. Fantastisch. Zustandsveränderungen bis zum Abwinken. Ich könnte kotzen. Ja, cool. Keine Ahnung, wie ich das übernehmen soll, aber okay. Oh, ich habe ja auch Holy gemacht, die dumme Kuh. Fantastisch.
hoffe, das reicht. Ja, das sollte reichen. Ui, neue Hassgegner. Schrecklich. Oh, der Mini-Stab ist jetzt aber schon wieder weg. So schnell geht's. Na komm. Geht's dem Ricard auch wieder gut? Och, kommt schon. Gib mir jetzt nicht jedes Mal Black Dragon. Bitte nicht. Was habe ich der Welt getan? Of course. Ich glaube, was war das mit Joseph? Nö. Ich sag mal so, Joseph vor meinem Grind hatte irgendwie 800 Energie oder so. Geht hier bloß nicht ohne Grind rein. Wieso hat das gerade 9... Ja, Ultima ist ein bisschen unbalanced. Heil dich mal selbst, Kumpel. Oh. Okay. Wenn man halt keinen Plan hat, ne, wohin? Dark Magician. Kate Sith. Die Rache der Sith, ich wusste das. Schon wieder neue Gegner. Oh nö. Nicht dieser Verwirrungsmist. Ja, geil, alle verwirrt. Ja, geil. Ja, geil. Der Moment, wenn das Blattsort dich selbst zerstört. Na komm, Minwo. Komm, sei wieder nicht drum. Ich hoffe, mit der Ethan komme aus. Ich habe da so meine Zweifel. Cool. Unknown Palace, Ebene 3. Also, wenn das gespiegelt ist, ja, es ist tatsächlich gespiegelt. Genji Gloves? Oh my god. Was ein Upgrade. Zwei ernsthaft. Gut, wenn wir solche geilen Sachen hier finden. Urukat, schon wieder neuer Gegner. Schön mit dem Curse-Status. Ich kann kotzen, ja, geil. Ja. Tschüss, Joseph. ...2000 nur wegen Curse. Ah, Blattsort! Regelt. Boah, okay. Oh je, Diamond Curious. Er merkt, ne, hier weht ein anderer Wind. Wer gedacht hat, oh, ich bin jetzt lame. Mhm. Von wegen lame, ich sag's euch. Kann ich mit Isuna den Curse wegmachen? Ja. Sehr schön. Echt heavy. Apropos Heavy. Deutliches Upgrade. Da mir Joseph immer verreckt. Vielleicht gar nicht so verkehrt. Twin Head. Kato Blepas. Komplett neue Gegner wieder mal. Cool. Completely new. Also wenn das jetzt exakt der gleiche Dungeon ist gespielt, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wie gesagt, ich wollte das... wollte das auch nicht in diesem Part machen. Der Endboss ein bisschen weiter fortschreiten. Lass mich raten, du kannst es nicht heilen mit Isuna. Deswegen habe ich vorgesorgt. Wo sind die Melades? Da.
Goldmine. 14 Stück, nicht so viel. Hoffentlich werden wir auch nicht so oft versteinert. Dark Behemoth. Einfach so. Einfach so. Boah, okay. Der Dungeon ist cool. Wobei ich das mit den Lilan noch besser fand als das Rot-Goldene hier. Ach, der kann ja gar nichts. Ich dachte, der wäre krasser. Power Armlet. Schon wieder deutlich besser. Dann müssen wir in diese Richtung. Können wir bitte alle die Assis da angreifen? Nein, ganze 5. Ja, versteinert. Ja. Game over. Und so schnell kann es gehen, Ilin. So schnell kann es gehen. Wir sehen uns an der gleichen Stelle wieder. Ich kann kotzen. Und nächster Versuch. Diesmal habe ich aus meinen Fehlern gelernt. Safe State. Ich finde den Steinstatus ein bisschen übertrieben overpowered. Ja, und here we go again. Wow. 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 Und das sind jetzt die Standardgegner oder wie? Was wollt ihr mir hier erzählen? Cool. Und jetzt habe ich irgendwie ein... Ja. Reden wir nicht drüber. Bis gleich. Leute, ich habe keine Ahnung, wie man diese Gegner besiegt. Ich weiß es nicht. Ich muss einfach beten und hoffen, dass sie nicht kommen. Ich habe nichts gegen Stein. Ich kann Stein nicht mehr kurieren. Da ist das Schlimme daran. Ich muss mal kurz mich lokalisieren. Ich habe nicht mal einen Plan. Nee, die haben scheinbar in Dante doch nochmal anders gemacht. Das ist ganz anders. Ja, Chaos Rider, die nehme ich, okay? Okay, okay. Ah, okay, die nehme ich doch nicht. Confused. Genau die gleiche Scheiße. Okay, Stein ist noch schlimmer. Tschüss. Auf immer Wiedersehen. Diamond Gloves, die nehme ich. Helfen mir aber auch nicht gegen Stein. Schön. Übrigens, bei diesem Run hat Minwoon Wizard Staff bekommen. Ist halt cool. Eine Truhe, ich bin begeistert. Genji Gloves. Ach, die hatte ich eben ja auch schon, nur die habe ich ihm gegeben. Und dann kam der fette Game Over Screen, ne? Wie gesagt, das Dark Souls der Final Fantasy Spiele. Das ist halt sowas von asozial. Gut, die Gegner. Ich sag lieber nichts. Ich wollte nämlich gerade sagen, die Gegner sind, glaube ich, nicht so schlimm. We will find out. Jetzt haben die ganz knapp überlebt und jetzt spammen die Fire oder was? Spammt ihr jetzt Fire? Ach cool, die saugen mir die Magie ab, oder wie? Ja, natürlich tun die das. Ja, wenn der Dungeon jetzt richtig lang geht, die Äther sind nicht unendlich. Das kann ich euch aber sagen. Cool Sackgasse. Nee, 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 nee. Jupp, und keine Magie mehr. Ich kann kotzen. Was eine abgefuckte Kacke. Immerhin wäre ich mit der Dragon Armor belohnt. Ein schöner Trost, wie ich finde. Ein schöner Trost. Deutlich bessere Stats. Ist nicht cool, ist es das hier. Einfach massig viele Äther weg. Einfach nur traurig. Ja,
Okay. 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 Instant Death Spell. Was ist das für ein Dungeon? Und ich habe gesagt, ich mag ihn. Ich hasse ihn. Ich verachte ihn. Der Dungeon hat alles, was nervig ist. Ja, Phoenix Down. Krass schon. Instant Death Spells. Versteinerung. Alles, was man so hasst, hat dieser Dungeon. Ja, wenn das so weit geht, habe ich am Ende doch keine Äther mehr. Ich kann kotzen. Mother Brain. Schön aus Metroid geklaut. Fantastisch. Und Dark Soul. Ja, dass das hier Dark Souls ist vom Schwierigkeitsgrad, das ist nicht schwer zu erkennen. Das habe ich auch schon festgestellt. Oh Gott. Okay, die sind aber irgendwie free. Kein Vergleich zu den Versteinungs-Arschgeigen, ey. Schöne Sackgasse, I love it. Naja, wie gesagt, solange die Versteinungsgegner nicht kommen, ist mir alles recht. Warum die immer mit so wenig Energie überleben, verstehe ich jetzt nicht. Aber so ist es. Nein! Nein, nein, nein! Alles auf die Blödmänner hier. Aber hey, Minwo. Plötzlich outspeelt er sie. Reicht aber nicht, ne? Es reicht einfach nicht. Ganze 5. Das gibt's nicht, ey. Tschüss, Rika. War nett, dich gekannt zu haben. Da ist ein Teleport. Okay. Der war ja zum Glück nicht gefährlich. Der war ja zum Glück nicht gefährlich. Sagte sie und kassiert 1600 Schaden. Du kranke Sau, was macht der denn? So schön 2000. Oi, der Minwu, ey. Der stößt hier wirklich an seine Grenzen. Ich will halt wissen, was hier oben ist. Ich wurde einfach gewonnen, okay. Ich verstehe diesen Ultima-Zauber manchmal nicht. Hi, Dark Behemoth, lange nicht gesehen. Eieiei. Hier scheint nicht zu sein. Na gut. Dann war der ganze Weg für die Katze 5. Für die Katz. Der ganze Weg war für die Katz. Wisst ihr, was auch für die Katz war? Meine MP. Schon nur 70 Ether. Das ging schnell. Ah, ihr könnt nicht viel heilen, irgendwie. Schon sind sie erschöpft. Schon sind sie. Oh, nee. Von Idioten umzingelt. Wait, what? Nee, wollte gerade sagen. Hier kommt noch nicht der Boss. Das wär's noch, ne? Schon der Endboss? Ja, ja, wovon träume ich nachts? Cool, alle vergiftet. Da freut man sich doch. Antidote. Oh, wie war es nochmal? Die richtige Tür war in der richtigen Version, glaube ich, die zweite.
da das jetzt gespiegelt ist, müsste zweit von rechts die richtige sein. Gut, dann gucken wir, was hier ist. Wahrscheinlich nur eine Schatzkiste. Was seid ihr im Blatt bei uns? Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Haben die nicht auch eine Feuerschwäche? Werden wir es überhaupt herausfinden? Ich komme doch hier nicht zum Zuge. Alle weg! Auf Nimmerwiedersehen. Boah, ist das hart, ey. Die Gegner jetzt nicht, aber. Ist der Dungeon. Ja, okay. Solange es nicht die Versteinerungstypen sind, ist mir alles recht. Und hey, das Schöne an Soul of Rebirth ist, ihr seht die wahre Power von Ultima. Guckt es euch an. Ach, Curse ist immerhin nicht Instant Death. Und Confuse ist einfach nur Kacke. Warum zum Geier ist Flair so schwach bei Scott? Weil Maria so viel Intelligenz hat. Oh nein, ich habe nicht geheilt. Der sieht ja krass aus, oh no. Ich will mal noch Cursed, geil. Ich hoffe, das Bloodsword carried ein bisschen. Just saying. Und Ultima natürlich auch. Weil der Typ sieht nicht gar nett aus. Scheinbar jucken ihn physische Attacken nicht. Außer natürlich das Bloodsword, ja. Oh. Ja, Steel Giant, nicht der stärkste Gegner. No Front. Gut, dann wird er unser Genji-Typ. Immer diese Genji-Mains. Suna kann Curse tatsächlich kurieren, was sehr gut ist. Na dann, raus hier. Ja. Komm, einen Bereich machen wir noch, dann beende ich den Part. Ich muss mich seelisch erstmal wieder fangen. Heavy, echt. Der Dungeon hat es wirklich in sich. Das ist natürlich extremst unfair. Im Grunde genommen ist Soul of Rebirth auch nur ein Grind-Fiesta. Wie gesagt, diese ganzen Bonus-Sachen von den Final Fantasy-Spielen finde ich immer nicht ganz so toll. Hauptstory, Main Game. Fantastisch. Was die geedet haben, sei es jetzt in der PSP-Version oder das hier. Nicht ganz so toll. Ist ja auch eigentlich nur recycelt. Ist genau der gleiche Quatsch, nur gespiegelt. Wow. Square Enix. Wow. Da habt ihr euch selbst übertroffen. Ja, jetzt geht das wieder los, ne? Ich hasse diese Zustandsveränderung. Man nur beten darf. Komm, treffen die jetzt oder nicht? Langer Weg, hoffentlich lohnt es sich. Scheiße, ich glaube, das ist der Weg zum Boss. Ihr Lieben. Kacke. Das ist der Weg zum Boss. Habe ich nie aufgepasst. Das machen wir natürlich jetzt noch nicht. Gut, da geht's zum Boss. Sind die anderen scheinbar optional. Mit dem mit dir los, Little Murderer. Little Forever Alone. Little Forever Alone. Ja, sollte reichen. Gut. Ne, wisst ihr was? Stimmung, Schwankung, schlagen wieder zu. Machen den Raum.
Komm, mach's weg. Ha! Was ist los mit euch? Seid ihr am Schwächeln? Boah, das sind echt die stärksten Gegner im Spiel. Halten verdammt viel aus, können versteinern. Sind die schlimmsten. Juhu, Ultima ist noch stärker geworden. By the way. Hehehe. Du hast golden Herpen haben oder so. Ja. Warum nicht? Wege über Wege über Wege. Ich weiß echt nicht, wo es lang geht. Absolut schrecklich. Ich weiß doch nicht, wo es lang geht, Mensch, Leute. Na, natürlich. Ja, natürlich. Funktioniert natürlich immer meinen Gegnern sowas. Was ist dann? Ultima. Wenn wir wirklich bei Endboss stehen. Ultima rastet komplett aus. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man hinkommt. Ach komm schon. Und ich habe natürlich wieder nicht gespeichert. Ja, natürlich. Glück gehabt. Glück gehabt, dass Ultima so broken geworden ist. Echt jetzt. Ui, Flamesword. Gutes Upgrade. Tja, 13 mal Gold Needle. Also diese Potions bringen gar nichts, wie ihr sehen könnt. Naja, besser als nix. Wyvern Lance, oh my god. Das ist was für... Ach, du schon wieder. Das was für... Für Ricard. Das was für ihn. Ricard, du wirst gleich noch stärker. Donnerspeer kann schon mal... irgendwie wegpacken, kann verstauben. Ist mir egal. Ich fühle es. Donnerspeers interessieren mich nicht mehr. Einfach gewonnen. Black Dragon. Alles klar. Die wahre Kraft von Ultima Schwert, ey. Absolut heavy. Wenn ihr mich fragt. Tja, sagt das so oder geht's hier weiter? Ich glaube, es ist doch der richtige Weg. Ich blicke hier nicht mehr durch. Einfach fast Angriff verdoppelt. Ist okay. Und die haben ersten Angriff. Erster Angriff heißt verloren. Ha! Get fucked! Sorry für die Wortwahl. Gegen diese Vollidioten triumphieren, wenn ich ersten Angriff habe. Dann habe ich irgendwas cool gemacht. Wer hat damit jetzt gerechnet? Ist da noch Gewinner? Richtig, niemand. Gut, dass wir heute übersprochen haben. Sackgasse, wollte mir erzählen. Sackgasse. Nervig.
Wild Rose? Das war auch immer unser Command. Es ist Luze. Lucifer ist eine Frau. Dann geht's ja zum Glück doch nicht weiter. Aber soll mir das jetzt so gefallen? Ui, ist das kacke. Wenn die angreift. Ah, erstmal um 5000 gehalten, man kennt's. Ja. Rikar ist jetzt der Stärkste im gesamten Spiel. Was ist mit ihm nur passiert? So, White Rose, glaube, ist ein Schwert für Scott gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ziemlich starkes Schwert sogar. Richtig gut. Na, guck an. Findet auch nicht jeder. Relativ versteckt. Aber hey. Ein besseres Schwert werden wir wohl nicht finden. In Sword of Rebirth. Von daher ist das natürlich eine gute Sache. Wie viel Chill man hier bekommt. Unfassbar. So, jetzt hier noch raus, Mogel. Dann beende ich den Part. Ich bin nämlich auch am Ende. Mit meinen Nerven. Was hier abgeht, ist nicht normal. Dispel. Ich habe zwar keine Schutzwand oder so errichtet, was ihr dispellen könntet. Aber ihr werdet so besser wissen als ich. Ja. Klasse. Warum könnt ihr es auch? Das freut mich jetzt wirklich. Warum kann das jeder Gegner? Schlimmer als Instant Death. Und ich überlebe auch noch alles. Finde ich nicht so fair. Ah, okay. Toll, aber gerade Joseph braucht halt die Level-Ups. Der hängt so hinterher. Der ist echt nutzlos. Nur noch 9 Gold Needles. Ich will hier schon fast hier raus zu teleportieren. Wusste ich, dass man hier nur versteinert wird? Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr gekauft für ein Zeug. Ui. Keine Magie mehr, nicht gut. Ja gut, wir haben das Blattsort und die coole Lanze. Aber hier White Rose, das neue Schwert. Macht gar nicht so viel Schaden. Boah. Also, ich kann mir sagen, was wollte, aber Rikar rastet komplett aus. Er will alle nur tot sehen. Ist der Typ gestört auf einmal? Absolut. Geisteskrank, wie der ausrastet. Raus hier! Ja, natürlich. Was willst du denn? Sich verlaufen? Na, ja, so langsam. Gegen ein paar schwächere Gegner macht Joseph ja doch noch ein bisschen was. Kannst du selbst heilen. Sein eigenes Gift. So, und hier würde ich ganz gerne den Part beenden. Oh mein Gott. Soul of Rebirth. Ist das assi. Aber gut, hier wir haben 7 Stunden Spielzeit. Seht ihr, was ich offscreen gemacht habe? Ne? Das ist nicht mehr normal. Gut, der nächste Part wird der allerletzte sein. Ich hoffe, ihr seid dabei beim Grande Finale. Wieder RNG-Gegner mit Stein und der ultimative feine Boss natürlich. Nicht verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt.
hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!